fertig. Zeit, unseren Irrgarten zu testen. Hat jemand Test gesagt? Nun, es ist kein echter Test. Wir sind eher wie Labormäuse, die den Käse suchen. Hat jemand Käse gesagt? Beaufort, das ist nur eine Metapher. Für mich ist metaphorischer Käse fast genauso lecker wie ein unsichtbarer Schokoladenriegel. Ich will das Tierpflegeabzeichen und das Kochabzeichen und das Astronomieabzeichen. Oh, Melissa, du erinnerst mich an mich selbst, als ich ein kleiner Funken war. Glaubst du, ich bekomme so viele Abzeichen wie du, wenn ich älter bin und Pfadfinderin werde? Was meinst du? Bei deinem Einsatz bekommst du vielleicht sogar noch mehr. Glaubst du das wirklich? Denn das ist mein Ziel. Ich will genauso werden wie du. Hey, Leute, das ist Melissa. Ja, hallo. Wie geht's? Isabella ist heute meine Betreuerin. Sie ist die beste Pfadfinderin aller Zeiten. Melissa, ich bin sicher, das interessiert die anderen. Hey, Candace. Aha. Wie ich sehe, habt ihr wieder im Garten einen potenziellen Auflieger gebaut. Ich denke, ihr wisst, was ich zu tun habe. Was ist das für ein Ding? Das ist der Aufzug für den Irrgarten. Dann fahrt ihn wieder runter. Er fährt aber nicht runter, sondern nur rauf. Ihr zwei geht sowas von runter. Wieso baut ihr einen Aufzug, der nicht nach unten fährt? Weil die Leute dann vielleicht den Aufzug benutzen, anstatt durch unseren Irrgarten zu gehen. Was meinst du mit Irrgarten? Wir haben den Computer zufällige Rätsel und Denkaufgaben generieren lassen, damit jedes Level eine Herausforderung ist. Na dann, der Erste, der unten ankommt, ist die schlauste Maus im Haus. Gehen wir zusammen durch den Irrgarten? Ja, ja, ja! Candace, hast du Lust, uns zu begleiten? Candace Flynn wird ohne Hilfe hier rausfinden. Wahnsinn, du bist Candace Flynn. Du hast 50 Abzeichen in einem Tag geschafft. Du warst auf dem Titelblatt des Pfadfinder-Magazins. Wie hast du das geschafft? Tja, lass es mich so sagen, Kleine. Es war alles andere als leicht, aber die Pfadsucherinnen brauchten mich. Pfadfinderinnen, Candace. Hab ich doch gesagt. Kommt, Mädels, ich bring uns hier raus. Ja, Candace wird uns in Sicherheit bringen. Denkaufgaben, hä? Huh? Na schön, du übernimmst alles, was mit Denken zu tun hat. Ich übernehme großzügigerweise das Aufgabeln. Ich glaube, du hast das Konzept noch nicht ganz verstanden. Weniger reden, mehr arbeiten. Wie viele Bonbons sind in dem Glas? Oh, ich bin ein Spezialist, was solche Aufgaben angeht. Das Volumen ist Radius hoch 2 mal Pi mal Höhe. Ihr berechnet Pi in der normalen Form, richtig? Nein, wir benutzen den geschätzten Wert, 22 Siebtel. Das ist viel einfacher. Ihr verwendet nicht 3,141 für Pi? Oh, das ist nicht euer Ernst! Bitteschön, 0. Okay, genau genommen ist das richtig. Aber du hast dir keine Mühe gegeben. Mein Magen hat sich für mich dafür Mühe gegeben.